Ja, die beiden modernen Begriffe Zukunftsfähigkeit oder auch Nachhaltigkeit, ich glaube, das sind Themen, um die sich jeder Unternehmer kümmern muss und kümmern sollte. Zukunftsfähigkeit, wie richte ich mein Unternehmen aus, wie stelle ich es aus, und Nachhaltigkeit auch, wie effektiv und nachhaltig ordne ich mein Unternehmen und ordne meine ganzen Prozesse, meine ganzen Abläufe und meine ganzen Wechselwirkungen nach außen. Die Unternehmenskasse oder auch die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist für mich hier ein ganz hervorragendes Instrument vor dem Hintergrund beider Begriffe Nachhaltigkeit einerseits und Zukunftsfähigkeit andererseits. Was ist Zukunftsfähigkeit? Zukunftsfähigkeit wird sich ein Unternehmen immer mehr statt Profit und Gewinnmaximierung, Geldmaximierung und so weiter, wird sich ein Unternehmen in Richtung Mitarbeiter, in Richtung Human Resources, in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit und solche Dinge kümmern müssen. Und das Thema Versorgung hat ja unwahrscheinliches Gewicht. Versorgen ist was sehr wichtig ist, auch bei Befragungen, wenn man Mitarbeiter befragt, bei Einstellungsgesprächen sind zwischenzeitlich 70-80%, die das Thema Versorgung, betriebliche Altersversorgung ansprechen. Also das wird als sehr wichtig angesehen. 70-80% der Mitarbeiter interessieren sich dafür. Okay, es machen nicht so viele, es machen nur 16-17%, weil in vielen Unternehmen einfach nur Versicherungslösungen angeboten werden, die von Mitarbeitern oft als unattraktiv und uninteressant abgewertet werden, aber das Interesse ist sehr hoch. Und das ist wahrscheinlich ein unwahrscheinlicher Zufriedenheitsfaktor, ist ein unwahrscheinlicher Motivationsfaktor und ein unwahrscheinlicher Bindungsfaktor, wenn durch ein vernünftiges System, durch ein ertragsstarkes System, also durch ein effizientes System, ein System, bei dem sich der erste 100-Euro-Schein bereits verzinst, mit einem Zins von 2,5%, was der Unternehmer eben auch will, was hundertprozentig gegen Insolvenz geschützt ist, wo der Mitarbeiter also niemals Ansprüche verlieren kann, das trägt natürlich zur Zufriedenheit bei. Und wenn ich hier eine ausreichende Versorgung darstellen kann im betrieblichen Bereich, dann hat er die Sorge einfach im Privaten nicht mehr. Wenn ich weiterdenke und verstehe, dass dadurch, durch solche Innenfinanzierungssysteme, nicht nur der Mitarbeiter eine insolvenzgeschützte, effiziente Altersversorgung hat, in 95% der Fälle bei uns durch einen Arbeitgeberzuschuss, je nachdem welche Gruppe, mehr oder weniger großzügig, 50%, manchmal auch deutlich mehr als 50%. Wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich auch, was mit den Mitarbeitern passiert. Die Mitarbeiter sind zufrieden, die Mitarbeiter sind motiviert. Ich bekomme leichter neue Mitarbeiter. Ich habe Vorteile in den Einstellungsgesprächen. Und das sind eigentlich ganz wichtige Momente im Bereich Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Identifikation, Ausnutzung von Human Resources zum beiderseitigen Wohl von Mitarbeitern und Arbeitgeber. Und wenn der Mitarbeiter verstanden hat, dass nicht nur er eine hier großzügige, ausreichende Versorgung hat, sondern auch das Unternehmen gestärkt sind. Sie erinnern sich an die Folien noch, wie ich das in der Mitarbeiterpräsentation darstelle, wo ganz klar gesagt wird, die Gewinne, die normal bei Versicherungen, Vertretern und so weiter landen, werden aufgeteilt. Ein Teil bekommt der Mitarbeiter schlichtweg als Zuschuss, es verzinst sich darüber hinaus bereits der erste Euro, und ein Teil wird auch verwendet, um den Arbeitsplatz zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Unternehmen an sich zu fördern und zu sichern. Dann ist das natürlich ein ganz wesentlicher Beitrag in Richtung Zukunftsfähigkeit, weil Zukunftsfähigkeit sind im Wesentlichen Mitarbeiter und es ist finanzielle Sicherheit, es ist Liquidität und hier finanzielle Freiheit.